Gut. Wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern.
bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Ja, ich freue mich ein bisschen. Wir haben die kleine Süße. Oh ja, bist du putzig, ne? Und wir spielen tatsächlich Ethan! Vom letzten Teil von Resident Evil 7 Biohazard. Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Biohazard. Ja. Die Cam ist natürlich auch wieder am Start. Hallo? Oh, ich glaube, die muss ich nicht. Die muss ich nachher nochmal richtig einstellen. Ist alles noch ein bisschen ungewohnt hier in der neuen Wohnung. Mit dem ganzen Setup. Das muss man noch ein bisschen umkrempeln. Ich weiß ja nicht, ob die Cam jetzt rechts, links, oben, unten. Ich weiß nicht genau, wo ich sitze. Das kann sich noch ein bisschen ändern. Ich sehe nur, dass ich sehr weit hier abgeschnitten. Nee, auf der anderen Seite. Hier bin ich abgeschnitten. Irgendwann. Ja, hier. Auf der Hälfte des Bildes. Naja. Ja, und ich freue mich tatsächlich wieder, dass wir Resident Evil 7 spielen. 7. Village, nicht 7. 8. Ich bin noch so im Modus. Resident Evil 8 oder Village. Da ist die gute Mia am Kochen. Und wie bring Rose schnell ins Bett, ja? Ja, jetzt lass mich doch hier mal. Ich muss doch hier die Zuschauer unterhalten. Ja. Wo ist denn dein Bettchen? Ganz oben. Ich merke schon, der braucht immer eine Weile, bis der losläuft. Oh je, wenn das. Ja, ganz ruhig, ey. Ich hab's ja gesagt, dieses Buch ist noch nichts für dich. Das ganze Spiel so ist, dass er immer so braucht, bis er losläuft. Oh je, oh je. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Was haben wir denn hier sonst noch? Hier ist eine Tür. Oh, hier ist das Bad. Was haben wir denn hier noch so? Wir schauen uns natürlich immer gründlich um. Also wer baut denn ein Sofa dahin und stellt überall Pflanzen davor? Wozu habe ich denn eigentlich noch? Wer kennt, dass ich ihnen sorge? Ja, wer kennt sie nicht, diese Alien-Dinger? Was ist denn von der Unordnung hier? Wahrscheinlich auch frisch eingezogen. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Ich schau mal. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Was haben wir denn hier? Ein Zeitungsartikel. Aha. Ursache des Giftgasvorfalls. In Dulvey geklärt. Check BI. Moment mal. Aha. Ethan und Mia W. Aha. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Du.
Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, wenn ich durch irgendein Haus laufen würde, wo lauter Idioten oder Irre rumlaufen würden, und ich würde da entkommen oder flüchten oder was weiß ich, ich glaube, ich würde es auch verdrängen. Doch, ich glaube, ich würde die ganze Geschichte Kleine. Der auch verdrängen. Ja. Hast du noch was hier? Na dann. Oh, schön hier. Schön. Bisschen zu viele Pflanzen für meinen Geschmack, aber okay. Gut. Oh, hallo, kleine Rose. Süß. Das ist schon süß gemacht. Rosemary Winters, geboren am 2.8.2020. Aha. Interessant. Das heißt, wenn man nach dem Spielstand gehen würde, wäre die jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Hm, interessant. Es sei denn, das ist der 8. Februar. Ich weiß nicht, wie das geschrieben ist. Kein Grund zur Sorge. Hä? 6.2.21. Moment mal. Okay, krasser Desktop-Hintergrund. Naja. Darf deine Mama nicht warten lassen. Wütend ist sie zum Fürchten. Oh ja. Kann mich dran erinnern. Ich sage nicht, was ich morgen anziehen soll. Süß. Na dann, bringen wir dich mal ins Bettchen. So. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. P, überspringen. Fotomodus? Fotomodus? Bei Resident Evil? Ja, gut. Ah, ich dachte, wir kommen jetzt wieder in die Zwischensequenz, aber wir können so doch nochmal hier das Geschenk von Oma haben. Wir können doch mal hier rumschauen. Können wir duschen? Nee. Können wir raus? Hey! Nicht so laut! Ich wollte nur sicher gehen! Schade. Können wir da durch? Ah, lol. Okay. Weiße Kammer. Hopp. Hip, hopp. Das Zeug brauchen wir überhaupt nicht. Mia kocht alles selbst. Ja, warum habt ihr es dann gekauft? Hä? Vor allem, es heißt einfach Hopp. Und das bei Deutsch, also die Marke, die wir ja im Regal haben, die heißt ja Hip. Hip Hop. Oh je, das wird sich jetzt durch das ganze Spiel ziehen, dieses Hip Hop. Und was gibst du deinem Kind? Ja, Hip Hop. Was? Grausige Musik? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume. Ein regionales Gericht. Gesundheit. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich,
Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Mia. Oh Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn heraus. Jonathan Apelt. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Ist. Da muss ich rangehen. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Wo zur Hölle? Sind wir. Ah, den Kollegen hat man wohl auch einfach. Naja, entsorgt. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Missionsziel. Ziel eliminieren. Leiche sicherstellen. Begegnung von Rosemary und Ethan Winters. Ach, Bergung, nicht Begegnung. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Hä? Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports.
Kriegen wir noch was auf dem Van? Irgendwas? Vor allem, wo sind wir denn? Louisiana habe ich mir jetzt irgendwie wärmer vorgestellt. Lief wohl nicht so gut, euer Einsatz. Vorher nichts anderes kriegt. Bissgeräusche. Stacheldrahtzaun. Weiß nicht, der Stacheldrahtzaun, der sieht so richtig reingeschoppt aus. Tut mir leid, aber der sieht richtig. Mann. Jeder weiß doch. Stacheldraht immer schön die Jacke benutzen oder die Kleidungsstücke, dann verletzt man sich auch nicht. Wer ist da? Nein! Sind überall Geräusche. Das Geräusch gefällt mir am wenigsten. Was? Die hängen ja hier. Die hängt doch irgendwie mal auf. Alter. Ist sie dann irgendwann mal fertig? Das war gemein. Halt die Schnauze! Ich hoffe, ich kann. Bitte? Was war das? Wo kam es her? Eine Holzbrücke. Schöne Warte. Eine Holzbrücke. Müll. Und schon wieder tote Krähe in der Hubkarre. Gibt's was zum Mitnehmen? Hallo. Ich dachte, jetzt kommt eine Swiss Quick. Moment mal, das fängt genauso an wie Resident Evil 7. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht hier. Okay, da gehen wir eigentlich nicht weiter. Das gefällt mir noch weniger. Meine Tasche, kann ich die mitnehmen? Für mein Inventarplatz? Aha. Ein Teil. Das ist ja sehr nützlich. Kein fließend Wasser und sonst irgendwas, aber so eine verfickt neue Zahnbürste?
Ehrlich? Ich sehe ja kaum was. Schon wieder Pillen. Das aufmacht so. Kann ich mich bitte hier verstecken? Verstecken, hier drin, verstecken. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Frech. Dass ich mich verstecken will. Das ist voll gemein, das ist bei Resident Evil 7. Kann ich wenigstens die Lampe nehmen? Nein. Macht vielleicht ein bisschen mehr Licht wie unsere kleine Funsel hier. Ich will hier nicht sein. Knoblauch. Eingelegt in Öl. In Öl. Eingelegt in Knoblauch. Wieso? Tschüss, bitte. Ein komisches Zeichen. Aha. Schnauze, in Gaskocher. Eine scheiß Maus. Alter, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann fickt mich doch irgendwas. Oh nein! Das ist voll gemein! Nicht? Gut, das Spiel heißt ja nicht Leia Sophia. Ich wusste es. Ups. Ich glaube, der Nachbar von oben hat mal wieder zu viel gegessen. Und das war neben, ja. Irgendwann hält die Decke nicht mehr so. Ich will hier weg. Lass mich weg, bitte. Ein Bild. Aha, schön. Kann ich hier mich mit Knoblauch bewaffnen und mit einer Steinschleuder und so? Bam, 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 bam. Warum gehe ich nach... Warum? Nein, will ich gar nicht wissen. Vor allem, ich finde es immer noch so... Das hat mir schon bei Resident Evil nicht so ganz gefallen. Er hat einfach null Emotionen, der Stricher. Alter, die haben gerade seine Frau abgeknallt. Mit was weiß ich wie viel Magazinen. Die haben da richtig reingeholzt. Und er sagt nicht mal, oh, Mia, nein. Sondern einfach so, wie ist das passiert? Ich bin Ethan Winters, ich nichts hab Gefühle. Oder so, meine Rose, nein. Ich bin Ethan Winters, besitze keine Gefühle. Oh, ein Loch in Mauer, ich durchgehe. Hui, ganz schön kalt. Weißt du? So, Hindernis überwinden. Mit W. Ja, wer hätte das gedacht? La, 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 la.
Entschuldigung. Ach du Scheiße. Bestimmt Burg Schreckstein. Der Witz war gut. Ja, an der Stelle beende ich aber auch mal die erste Folge hier. Denn dann kann ich die Folge hier gleich noch fertig schneiden und gleich hochladen, damit die heute auf jeden Fall noch rauskommt. Ich hoffe, das Rendern dauert nicht so lang. Momentan ist irgendwie ein bisschen broken, das ganze Schnittprogramm. Ich weiß nicht warum. Manchmal hat es eben so Tage. Ja, aber wie gesagt, damit die erste Folge heute noch auf jeden Fall rauskommt, mache ich mich jetzt gleich, beende ich hier die Aufnahme, setze mich gleich in den Schnitt und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und jetzt Endscreen ab. Wow. The night beckons while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you, while the devil is knocking right at your door. Welcome.